Die Situation im Landkreis Neuwied rund um die Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich leicht entspannt. Wie Tim Wessel, Pressesprecher des Krisenstabes der Kreisverwaltung, mitteilte, wurden über das Wochenende 10 Neuinfektionen registriert. Damit sinkt der 7-Tages-Inzidenzwert auf 44,8 ab. Damit liegt der Kreis nicht mehr an der Schwelle zur höchsten Warnstufe Rot, jedoch auch weiterhin in der Warnstufe Orange. Die in der letzten Woche verschärften Einschränkungen blieben damit weiterhin bestehen. Nachdem am Wochenende ein Polizist in Andernach bei einem Einsatz schwer verletzt wurde, hat die Staatsanwaltschaft nun einen Haftbefehl gegen den Haupttäter erlassen. Der 29-jährige Deutsche soll am Samstagmorgen bei einer polizeilichen Maßnahme vor einer Kneipe in Andernach dem knienden Polizisten in vollem Lauf und mit Vorsatz gegen den Kopf getreten haben. Der Beamte fiel daraufhin bewusstlos zu Boden und zog sich mehrere Frakturen im Gesicht sowie ein schweres Schädelhirntrauma zu. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat am Sonntag noch einmal einen Appell an die Bürger des Landes gerichtet. Darin sagte sie, dass die Lage derzeit ernst ist und wesentlich ernster sei, als diejenigen glauben, die sich nicht an die Schutzmaßnahmen halten. Rücksichtsloses Verhalten von wenigen könne im schlimmsten Fall zum Lockdown für alle Menschen in Deutschland führen. Ein weiterer Lockdown hätte laut Dreyer fatale Folgen für die Wirtschaft. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.